Tag auch hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Mountain Blade Warband Prisoner. Oh, ist das schon lange her, dass ich wieder aufgenommen habe. Habe schon wieder ganz vergessen, was ich überhaupt spiele. So, und ich bin hier rumgerannt. Ich habe wieder getötet und gemordet und geschnetzelt. Und endlich, ich glaube zurzeit dürften sich sogar einige von den Valahir-Leuten hier irgendwo befinden. Ich habe jedenfalls vor nicht allzu... Okay, gut. Ja. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit jedenfalls eine Nachricht bekommen, dass die hier sind. Hier ist auch gelootet. Dass sie hier waren. Eine signifikante Gruppe. Das heißt, ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt einige von den Valahir-Leuten hier drüben jetzt sind. Warum ruckelt es gerade so? Egal. Ja, und hier das Castle sieht machbar aus. Es sind keine großen Gruppen in der Nähe. Das heißt, Leitern und... Moment. Verdammt, Party. Ich muss noch, genau. Ich habe, um meine Champions zu schonen, die erstmal nach hinten getan. So. Damit die hier nicht die ganze Zeit in diesen ganzen normalen Battles einen draufkriegen. Wir haben mittlerweile 6 Crimson Ranger. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht sogar Sinn machen würde, uns irgendwann noch mal ein paar mehr von diesen High Elf Wardens zu holen. Obwohl müssten wir. Ja, mit den Sun haben wir ja zurzeit Frieden. Gut, egal. So, Besiege. Do it. So. Dann. Auf! Und diesmal werden wir jetzt die Burg. Ich meine, wir müssen ja irgendwas machen, ja? Ich bin hier echt verzweifelt mit der Zeit. Aha. Moment. Ich habe wieder mal meinen Ton aus. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt auch mit Ton. Zwei nach da. So. 6 nach hier. 5 nach... Fuck. Ah, ich hab wusste doch, dass es doof ist, mit dem zur Seite zu gucken. Ah. Na gut, die jetzt chargen sie alle rein. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee. Ja. Ich möchte mich zurückziehen. Oh, ich höre doch schon wieder Leute kommen. So. So. Erstmal die Berserker hier aus dem Sichtfeld bringen, damit die hier nicht zu viel Schaden nehmen. Ah ja, ich kann mich gerade irgendwie nicht sonderlich... Okay. Ich habe gerade irgendwo, glaube ich, festgehangen. Achso, hier an den Companions natürlich. So. Ich heile mich mal selber, ja. Und dann... Sehr schön. 6. Formation. Eng aneinander. Schön kompakt. So. Ja, da hier diese Huskals, die müssen natürlich... Ah, ja. Na, okay. Sehr schön. Ah, habe ich meinen Bogen vermisst. Eieiei. Ja, komm, sehr schön. Okay. Sind wir wie schon mal los? Uiuiui.
Ach, komm. Sehe ich dich? Nein. Ja. Hat sich verzogen. Muss aufpassen, wenn ich zu nah rankomme. Die haben ja auch teilweise Wurfwaffen. So. Wenn wir jetzt auch wirklich alle zum Schießen kommen. Von unseren Leuten. Oh, von wo? Sehr schön. Gut. Soweit läuft doch alles ganz gut. Bin ich noch irgendwo... Okay, irgendwo muss noch Bogenschützen sein. Da ist noch einer. Na, komm wieder. So. Geht mal ein bisschen mehr so nach da. So, dann heile ich noch mal ein bisschen. Ich glaube, das... Ne, da können wir, glaube ich, noch nicht. Die Veteranen-Huskals, die sind echt böse. Ja, kann man dann noch hier ein bisschen was... machen. Da ist noch ein Bogenschütze. Komm. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Ja. Okay. Rinse and repeat. Oh, verdammt. Ah, okay. Der scheint kleiner zu sein als... wir, das heißt, der läuft vor uns weg, das ist schon mal gut. Ich hatte schon Befürchtungen. Hier. Genau. So. Okay. Ich glaube, es sollte alles in Ordnung sein jetzt. Und ich kümmere mich hier wieder um die Bogenschützen. Haut ab. Ihr steht nur im Weg rum. Okay, ja. Bogenschützen, die man einmal getroffen hat, muss man immer schnell töten. Machen die nur Probleme. Eieiei. Nicht sehr nett. Aber. Das ist ein ungünstiger Winkel, um da hoch zu schießen. Eieieiei. Okay, ich habe immer noch Angst, dass ich irgendeinen Pfeil in den Rücken kriege, wenn ich mich umdrehe. Aber wir sind eindeutig, haben eindeutig die besseren Bogenschützen. Aber die haben da oben noch einige. Die haben halt echt gut versteckt. Ja. Aber nicht gut genug. Uiuiui. Ne, den treffe ich irgendwie nicht. Ja. Das. Ja, da haben wir ihn doch. Der ist kein Bogenschütze, aber er hat kein Schild. Das heißt, auch er ist ein gutes Ziel für unseren Bogen. Wunderbar. Noch ein bisschen besseren Winkel. Und wenn er gleich wieder... Müsste eigentlich... Er schießt nicht mal auf uns. Was? Und er will... So, endlich haben wir ihn.
So, ich suche mir hier nochmal die Ballus. Da ist einer ohne Schild. Holt ihn euch. Sehr schön. So, geht mal ein bisschen mehr so in die richtige Stellung. Damit auch alle ihre Munition hier in die Gegner entleeren können. Na. Da ist noch einer ohne Schild. Und jetzt auch ohne Leben. Oh, und die ganz besonders. Verdammt, ich habe daneben geschossen. Relativ wenig Pfeile, obwohl hier sind einige. So, da kann man ein bisschen was sammeln. Er versucht sich da, hat er sich versucht, hinter einem anderen Schild zu verstecken. Das lassen wir natürlich nicht zu. Und wunderbar. Jeder von denen, genau, die Veteranen-Huskale, mit denen habe ich mich schon ein paar Mal angelegt und die haben immer echt für echt viel Schaden unter meinen Leuten gesorgt. Die haben immer echt gute Verluste zugefügt. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig gerade. Bin ein gebranntes Kind, was das angeht. Ach Gott. Ich treffe aber auch. Was soll das denn? Uiuiui. Oh, boah, da kam die Axt auf uns zugeflogen, aber wir sind noch schnell ausgewichen. Ja, ich bräuchte noch ein paar Pfeile. Sollen wir versuchen anzugreifen? Tja. Die 1 kommt, 1 folgt mir auch mal. Die 6 kommt jetzt hier hin. Würde ich fast überlegen, dass ich dann jetzt hier die 6 so eng aneinander. Sollen wir sie reinlaufen lassen? Na komm, lassen wir den noch seine Dinger. So, okay. Dann versuchen wir es mal. Das könnte echt böse werden. Boah, das ist laut. Und ich sehe die Treppe nicht. So. Ja, es könnte sein, dass das schon ein bisschen zu früh war. Ah, ja, da sehen wir mal. Die sind halt echt stark, die Huskal, die Veteranen-Huskale. Aber Bakal Champions sind auch super stark. Problem ist, wir haben halt weniger Leute. Das heißt, sie können sich mehr leisten zu verlieren. Ey. Aua. Ach, verdammt, ich muss. Ja, wir ziehen uns nochmal zurück. Ja. Zwei wurden getötet. So, ich hoffe nur. Riding up, tells you for mantide. Ja, gut. Okay. Diesmal. Diesmal werden wir sie zumindest mehr dezimieren. Ich weiß gar nicht mehr, muss ich jetzt mal gucken, wie viele. Wie viele Bogenschützen die noch haben, wäre jetzt interessant zu wissen. Uiuiui, ich habe das Gefühl, die haben mehr Bogenschützen jetzt gerade da. Und
Hier haben sie auch wieder einige. Ah, komm. Ja, genau, komm wieder vor. Sehr schön. Und dann frühstücken wir auch noch hier die ab. Oh, ganz knapp. Das reicht aber. Das bisschen an Kopf, was er uns gezeigt hat. Und ich vergesse schon wieder zu reden. Das ist immer, wenn man so eine längere Zeit lang wieder nicht aufgenommen hat, dann vergisst man wieder die Hälfte. So, da ist noch ein Bogenschütze. Und da war noch ein Bogenschütze. Da sehe ich doch noch was sich bewegen. Darf nur nicht zu nah rangehen. Okay. Weil, wie gesagt, Wurfwaffen. So. Na, komm. Der sieht doch so aus mit dem Rennen. Sah ja aus, als ob er kein Schild oben haben würde. Sechs, nein. Hey. Heil ich nochmal schön hier. Dann wir hier keine Leute verlieren. Jeder Mann ist uns wichtig. Ups. Und da werfe ich erstmal meine ganzen Waffen weg. Okay, ich habe auch noch alles. Oh, hier kommen wieder Äxte geflogen. Oh, das ist auch irgendein Kumpel von uns. Irgendeiner von unseren Companions. Wer hat die Äxte geworfen? Da ist ein Bogenschütze. Okay. Unsere meisten Bogenschützen haben ihre Munition verballert. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht Verstärkung rufen sollten. Moment. Nicht V-Verstärkung holen? Vielleicht kann man es einfach nicht. Wenn V ja Verstärkung holen. Okay. Der hat, glaube ich, kein Schild. Ja, sollen wir jetzt wieder reingehen? Da kommen gerade wieder neue. Aber es sind nicht mehr so viele von den Veteranen-Huskals. Wir haben auf jeden Fall eine Chance. Ich würde sagen, wir lassen ein paar. Nein. 1, 5, 6. Hier. So, 6 darf jetzt angreifen. Oh, wir wollen schön mit weit vorne dabei sein. So, und diesmal werden wir mit den Schreien auch ein bisschen warten. Bis wir ein bisschen besser durch sind. So, ein bisschen weiter nach vorne noch. So. So, wenn wir hier schön da reinkommen. So, und jetzt heilen wir sie. Und jetzt schlagen wir einfach rein. Oh, jetzt sind auch wir tot. Uiuiui. Zur Zeit. Oh, unser Support ist auch noch da. Das ist natürlich ungünstig. Ja, ich glaube, wir sollten uns zurückziehen. Unsere Leute sind in einer ungünstigen Position. Okay, mal sehen.
sehe hier keine Leute. Sieht aus mit Beförderung. Fatzel. So. Okay, 5 Leute haben wir insgesamt verloren. Die meisten sind mittlerweile auch. Tolerania gegen Elentor. Okay. Ein paar Leute können wir upgraden. Foot Knights, das ist super. Ich habe ja einige Leute einfach befreit, die ich von irgendwelchen, also die ich eben befreit habe, die habe ich einfach mitgenommen, weil einfach um ein bisschen Futter zu haben, um unsere Armee ein bisschen größer zu, sein zu lassen, um halt die, den Truppenvorteil oder den Truppennachteil nicht zu bekommen. Hier Skills, genau. Hier, ja, keine Ahnung, Iron Flash. Und die können wir auch noch alle befördern. So, das war's auch wieder mit dieser Folge von Let's Play Mountain Blade Warband Prisno. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter diese Burg stürmen werden und sie vielleicht auch erobern werden. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es schon. Aber bis dahin, tschüssi.